Roulette-System Babylon Roulette selten sie seltsam kennt sie oder de seltsam kennt sie das nachstehende System haben wir persönlich vor wenigen Tagen in Las Vegas in den USA gespielt und erhebliche Summen innerhalb kürzester Zeit eingespielt. Die Naturgesetze, die diese Musterkomplexität im Hintergrund steuern, sind Synchronizität, Selbstähnlichkeit, Resonanz, Rhythmik. Dabei ist es vollkommen irrelevant, ob es dabei um die belebten oder um die sogenannte unbelebten Chaos-Systeme geht. Ein Beispiel, eine feste Regel der Strategie. Angenommen, wir beobachten einen Vorlauf von 50 Permanenzen im Roulette. Hierbei konzentrieren wir uns auf die einfachen Chancen, Schwarz, Rot, der Vorlauf ergibt ZB. Eine Favorisierung auf Rot, im Vorlauf, S, S, R, R, S, R, S, R, R, S, 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 R. Hier fängt unsere Konstellation für eine 3ZF, Zielfigur, an, R, 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 S, R, R, R. Hier endet das Angriffssignal für Rot, Grund. Figurentendenz steht es Rot, das heißt Trendrichtung Rot, man nimmt immer die kleinste Figur S als Zielfigur, R, hier erste Annonce auf, R, R, hier bleibt der Einsatz liegen und wird erhöht, R, minus 3 R Zielfigur erreicht. Nun wird abgewartet, R S, R, hier fängt unsere zukünftige Zielfigur an, R, S S S, R, R, R. Hier endet das Signal für eine, 2 Jahr, rote Figur. Es und so weiter. Leider ist die Strategie viel zu umfangreich, bei Bedarf werde ich euch einen Link schicken. Im Verhältnis vorkommende Figuren, und die Allerweltsache mit der, Berechnung, der durchschnittlichen Verteilung der EC-Figuren, Mittelwert, ist schnell abgehandelt, ohne Nullsteuer 1,35% sieht die EC-Figurenverteilung in der Permanenz dann exakt so aus, und nie anders. Diese beträgt für eine Nase, einer zum Beispiel 1:1 für eine 2R-Figur, 1:2 für eine 3R-Figur, 1:4 für eine 4R-Figur, 1:8 für eine 5R-Figur, 1:16 für eine 5R-Figur, 1:32 für eine 6R-Figur, 1:64 USWDH. Eine 2er sollte man nur 2 Satzcoups angreifen, eine 3er sollte man 4 Satzcoups angreifen und so weiter. Diese Figurenverteilungberechnung gilt für alle EC-Figuren. Hier ist nur noch wichtig anzumerken, dass die Verteilung der solitären Figuren, Serien, also EC-Figuren einer Chance, eben auch nur für die betreffende, eine Chance berechnet werden muss, natürlich in Satzcoups, wie in den letzten Beiträgen erklärt. Für die Berechnung der Verteilung bei Intermittenzen und Spiegelungen Figuren wird das betreffende Kassenpaar analysiert, da es bei den letztgenannten EC-Figuren eben um Figuren eines Kassenpaares handelt. Die Figurenverteilung bleibt auch hierbei dieselbe, siehe oben, jetzt eben nur auf beide Chancen bezogen. Statistische Verteilung in der Permanenz, Mittelwert, diese EC-Figur. 11, minus 12, minus 27, minus 14, minus 19, minus 36, minus 18, 22 erscheint in der Tat alle 32 Satzcoups in der Permanenz, und zwar nach denselben statistischen Verteilungsmechanismen, wonach eine Pleinzahl, zum Beispiel die 34, alle 37 Coups in der Permanenz erscheint, bzw. erscheinen sollte. Doch das ist noch lange kein Grund, die obige 6R-Figur auch tatsächlich 32 Mal anzugreifen, denn, das wäre starres Spiel, mit dem bekannten Ergebnis, nämlich, bestenfalls minus 1,35% vom Umsatz, und damit sicherer Verlust. Nach der hier vorgestellten Roulette-Methode sind nur 14 Angriffe notwendig, mehr auf keinen Fall. Hier ist die Angriffstabelle dafür, Angriff auf 6er Solitär, SATZCOUP, Einsatz, Stücke, Gewinn im Trefferfall. 1, minus 1, minus 31. 2, minus 1, minus 30. 3, minus 1, minus 29. 4, minus 1, minus 28. 5, minus 2.
minus 58. 6, minus 2. Minus 56. 7, minus 3. Minus 85. 8, minus 3. Minus 82. 9, minus 4. Minus 110. Minus 10, minus 4. Minus 106. Minus 11, minus 5. Minus 133. Minus 12, minus 5. Minus 128. Minus 13, minus 6. Minus 154. Minus 14, minus 7. Minus 179. Für alle anderen EC-Figuren existieren ebenfalls exakte Angriffstabellen, die der je Figurenstufe angepasst sind.